Das vermisste indonesische Militär-U-Boot ist nach Angaben der Marine wahrscheinlich auseinandergebrochen und gesunken. Suchtrupps entdeckten Trümmerteile und Gegenstände aus dem Inneren des Bootes im Meer. Das gut 40 Jahre alte U-Boot hatte sich an einer Militärübung beteiligt. Als der Kontakt am Mittwoch abriss, befand es sich etwa 100 Kilometer nördlich der Insel Bali. Der Pazifik ist dort bis zu 750 Meter tief. Suchmannschaften kehren zurück an Land. Es besteht keine Hoffnung mehr, die 53 Besatzungsmitglieder der Kri Nanggala 402 noch lebend zu finden. Mehr als 20 Schiffe, auch aus Nachbarstaaten, hatten in den vergangenen Tagen gesucht. 100 Kilometer nördlich von Bali, da wo das Militär-U-Boot zuletzt getaucht war. Wir haben authentische Beweisstücke gefunden, von denen wir glauben, dass sie zu dem U-Boot gehören. Deswegen haben wir seinen Status geändert, von vermisst auf versunken. Der Kontakt zur Besatzung war am Mittwochmorgen während einer Militärübung abgebrochen. Das U-Boot, vor mehr als 40 Jahren in Deutschland gebaut, galt als gefechtsfähig. Scans haben gezeigt, dass es sich in einer Tiefe von 850 Metern befindet. Dem Wasserdruck in dieser Tiefe aber kann es nicht standhalten. Die indonesische Marine präsentierte heute Fundstücke, Torpedoreste, eine Flasche mit Schmiermitteln und Gebetsteppiche. Wir haben diese Gegenstände da gefunden, wo das U-Boot zuletzt getaucht ist. Sie wären nicht ohne Druck von außen oder einem Schaden an der Torpedoabschussvorrichtung nach oben gelangt. Zu den Ursachen des Unglücks wollte sich die indonesische Marine bisher nicht äußern. Auch wenn es für die Besatzungsmitglieder keine Hoffnung mehr gibt, soll die Suche nach den Überresten des U-Boots weitergehen. Auf einem Sondergipfel im indonesischen Jakarta hat der südostasiatische Staatenbund ASEAN ein sofortiges Ende der Gewalt in Myanmar gefordert. Die Lage im Land sei untragbar, sagte Indonesiens Präsident Widodo und forderte die Freilassung aller Gefangenen. Der Chef des Militärregimes Laing soll eingeräumt haben, dass die Gewalt gegen die Demonstranten gestoppt werden muss. Die Armee in Myanmar geht seit dem Putsch brutal gegen die Proteste der Bevölkerung vor.